Was ist Bedürftigkeit? Also Bedürftigkeit ist etwas, was uns allen als Menschen auszeichnet, als Frauen und Männer. Wir sind alle bedürftig. Wir kommen bedürftig zur Welt. Das heißt, wir kommen zur Welt und dann sind wir gleich mal bedürftig. Das heißt, wir bedürfen der Pflege, der Sorge, der Zuwendung, der Aufmerksamkeit, der Interaktion mit anderen Menschen. Und im Laufe des Lebens ist es eigentlich so, dass den meisten Menschen diese Bedürftigkeit scheinbar immer unangenehmer wird. Das heißt, es fällt uns schwer, das zu akzeptieren, damit umzugehen, dass wir bedürftig sind, dass wir schwach sind, dass wir abhängig sind von anderen. Und ich glaube, dass in dieser Ablehnung der Bedürftigkeit, dass das eines der Übel eigentlich ist, die dazu führen, dass unsere Gesellschaft so in vieler Hinsicht so schlecht läuft, wie sie eben im Moment schlecht läuft. Dass Leute ihre Bedürftigkeit total verdrängen, negieren oder eben versuchen, Systeme zu konstruieren, sage ich mal, wo sie trotz der eigenen Bedürftigkeit noch mächtig bleiben können oder glauben, mächtig zu sein. Also um das mal konkret an einem Beispiel zu zeigen, eben Kranksein und Pflege. Also wenn wir krank sind, das ist irgendwie eindeutig, dass wir bedürftig sind. Da schämen wir uns vielleicht auch nicht so. Indem die Pflege immer mehr zu einer bezahlten Tätigkeit wurde, können wir uns vormachen, dass wir nicht so abhängig sind von der anderen Person, die uns pflegt, oder schon abhängig sind, aber die genauso von uns, weil wir sie ja bezahlen. Und wenn wir die Person schlecht bezahlen oder wenn die Person schlecht bezahlt wird, jetzt auch von einem Krankenhaus, das muss ja nicht immer persönlich 1:1 gehen, dann wird das sozusagen noch verstärkt oder wird auch die Person, die pflegt, meistens sind es Frauen, in eine schwächere Position, vermeintlich, glaube ich, gestellt, weil wir es, wie wir es auch drehen und wenden, und natürlich kann man über diese ökonomischen Verhältnisse dann sehr viel an Macht ausüben, aber dass wir selbst verletzlich und ausgeliefert bleiben, daran ändert sich nichts. Also auch wenn wir noch so viel, wir haben Sanktionen und wir bilden uns dann ein, mit diesen Sanktionen können wir uns über die eigene Bedürftigkeit hinweg schwindeln, aber das stimmt natürlich nicht. Also wäre es viel klüger, das einfach mal einzusehen und zuzugeben, wir sind bedürftig, und auf dieser Erkenntnis die Gesellschaft dann neu aufzubauen. Reboot the system. Was heißt das für das Zusammenleben in Haushalten? Was heißt das für größere Gemeinschaften? Was heißt das für sowas wie Staat oder wie auch immer wir dann unser Zusammenleben im größeren Kreis organisieren? Was heißt das für die Ökonomie? Was heißt das für das gesamte Arbeiten, aber auch eben für das Nichtstun und vor allem auch für das Fürsorgen und Fürsorgeempfangen? Das alles müssen wir eigentlich nochmal ganz neu denken, unter dieser Prämisse, dass wir alle zutiefst bedürftig sind. Ich würde eben zum Beispiel mit der Bedürftigkeit für ein Grundeinkommen argumentieren. Es gibt ja so einen Spruch noch von dem alten Ex-Kanzler Schröder, der sagte, glaube ich, bei der Einführung von Hartz IV sowas, wer Hilfe braucht, soll sie bekommen. Meinte natürlich also nur die wirklich Hilfe brauchen. Aber wenn wir solche Sprüche ummünzen eben auf diese Situation der Bedürftigkeit, würde das heißen, okay, wir brauchen alle Hilfe, also sollen wir alle Unterstützung bekommen, und ein Teil davon sollte eben so ein Grundeinkommen sein. Das heißt, wir kriegen alle mal Geld, weil wir eben alle Geld brauchen, um in unserer Bedürftigkeit leben zu können. Aber das ist natürlich nicht alles, weil, wie gesagt, viele Aspekte in diesem Zusammenhang lassen sich nicht einfach kaufen oder besser nicht kaufen. Das heißt, wir brauchen auch mehr Zeit. Die würden wir aber auch durch das Grundeinkommen wahrscheinlich leichter bekommen, weil wir eben nicht zusätzlich noch 40 Stunden erwerbsarbeiten müssen, um Geld zu verdienen, sondern eben vielleicht nur 15 oder auch 20 Stunden, je nachdem. Das kann man dann auch flexibel gestalten. Das heißt, diese Zeit, in der wir uns mit bezahlter Arbeit Geld verdienen müssen, kann und soll sich reduzieren. Dann haben wir auch mehr Möglichkeiten, aufeinander einzugehen und eben uns füreinander zu sorgen und auch für das Miteinander und für natürlich auch für die nichtmenschlichen Spezies und belebte Natur und so weiter, auch für Kunst und Kultur.
Also ein beliebter Spruch ist ja auch, Leistung muss sich wieder lohnen. Oder wir müssen eben an unsere Leistungsträger denken, die dürfen wir nicht verlieren. Wenn wir das von der Bedürftigkeit her neu denken, dann stellen wir da auch die Verhältnisse auf den Kopf, weil wir eben nicht mehr uns als Leistungsträger identifizieren oder diesem Bild nachhecheln, sondern einmal zunächst über unsere Bedürftigkeit. Eine Leistung wäre dann eben für mich, also aus der Sicht der Bedürftigkeit, dass wir es zulassen können, eben dass andere sich um uns kümmern. Das wäre dann eine ganz neue Art von Leistung, fällt völlig aus dem heraus, was wir jetzt so als Leistung kennen. Natürlich ist es auch eine Leistung, sich um andere zu kümmern und für sie zu sorgen. Also das soll jetzt auch nicht so aussehen, als wäre ich so naiv zu glauben, dass das alles nur wunderbar und happy-peppy und ganz easy ist. Das ist natürlich, kann auch anstrengend sein, auf beiden Seiten, also sowohl sich um andere zu kümmern, für andere zu sorgen, als auch das zu empfangen. Aber ich glaube, wir müssen eben sehen, dass auch das Annehmen zu können auch eine Art von Leistung ist, die sehr viele Leute zunehmend nicht mehr können. Das finde ich erschreckend. Auch in meinem eigenen Umfeld kenne ich einige, die sagen, also wenn ich mal wirklich krank wäre, dann möchte ich irgendwie irgendwas nehmen, mich umbringen oder dass mir jemand eine Spritze gibt, weil ich will nicht abhängig sein davon, dass andere mich pflegen. Und es geht dann eigentlich nicht wirklich um Lebensqualität, also um die Frage, ja, ist mein Leben dann überhaupt noch lebenswert, sondern das ist, wird schon mal völlig abgeschnitten oder überschattet von dieser Frage, ich könnte ja dann von anderen abhängig sein und sozusagen dann ist klar, dass mein Leben keine Qualität mehr haben kann. Aber das ist natürlich verrückt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, eben zu der Zeit, wo wir noch keine Schwierigkeiten hatten mit unserer Bedürftigkeit, eben als Kinder, kämen wir ja auch nie auf die Idee zu sagen, Mensch, Kinder, die haben ja absolut keine Lebensqualität, die sind ja so abhängig davon, dass ihre Eltern sich um sie kümmern. Also da sieht man eigentlich, dass das irgendwie völlig verquere Gedanken sind. Es wird sehr viel gesprochen darüber, welche Bedürfnisse haben Menschen und welche Bedürfnisse müssen durch welche Produkte erfüllt sein. Also eben von dieser Perspektive auf, wir haben scheinbar unendliche, nach dem Bild des Homo economicus, der immer mehr und mehr will, haben wir scheinbar unendliche Bedürfnisse, während die Bedürftigkeit eben als ein Wesenszug des Menschseins ist nicht unendlich. Also die Bedürftigkeit passt zusammen oder findet sich sehr schön, glaube ich, in einem anderen Stichwort in unserer Reihe Fülle. Es gibt ein Genug und es gibt ein schönes, ein gutes Sattsein. Das heißt, es gibt eben nicht diese unendlichen Bedürfnisse, sondern es geht in erster Linie mal darum, dass ich in meiner Bedürftigkeit anerkannt bin, mich selbst anerkenne und von anderen auch gesehen werde als bedürftiges Wesen und nicht darum gierig und rastlos immer neue Bedürfnisse zu kreieren, die erfüllt werden müssen. Da gibt es also viel für uns alle zu lernen, denke ich, aber ich würde gern erleben und mitgestalten, wie unsere Gesellschaft aussieht, wie wir miteinander leben, wenn wir der Bedürftigkeit mehr